Ja, vielen Dank, meine sehr geehrten Damen und Herren, dass Sie gekommen sind und sich für ein Thema interessieren, was mich und viele meiner Kolleginnen und Kollegen im Wissenschaftsjournalismus umtreibt. Deswegen der etwas griffige Titel Dudelfunk statt Inforadio. Wie ist es um die Qualität bestellt in Zeiten der Medienkrise und des Spardiktats? Und da ich, wie Peter Sauer es sich eben auch gesagt hat, ja aus dem Hörfunk komme, konzentriere ich mich überwiegend in meinem Vortrag auf den Hörfunk. Ich werde Ihnen am Anfang etwas darüber erzählen, was passiert und wie es passiert, wenn Themen aus der Wissenschaft in die großen Medien kommen, also Primetime-News werden. Ich möchte dann was über die Medienkrise und wie sie den Wissenschaftsjournalismus erreicht hat und bis heute tangiert berichten. Komme dann speziell tatsächlich auf den öffentlich-rechtlichen Rundfunk, bevor ich dann zum Schluss hin über aktuelle Debatten, Tendenzen und Lösungen berichten werde und zum Schluss einen kleinen Ausblick gebe. Was passiert, wenn große Nachrichten aus der Wissenschaft, die die Wissenschaft betreffen, es auf die Primetime-News schaffen, also dass man die tatsächlich in der Tagesschau sieht, dass man sie im Deutschlandfunk zum Beispiel dann im Zeitfunk sieht. Und das ist gar nicht so selten. Oft sind das nämlich Themen, die die Menschen allgemein betreffen. Vergangene Woche als erstes aktuelles Beispiel ist eine Studie im Fachjournal Diabetes Care, wo es darum geht, ob die Erkrankung Diabetes Typ 2 tatsächlich operierbar ist oder nicht. Und wenn man als Journalist darüber berichten möchte, muss man natürlich eine gewisse Ahnung davon haben, was diese Krankheit ist, wie sie bislang behandelt wird, was es für Ansätze gibt, ob es Konkurrenzgruppen gibt, wie wahrscheinlich es ist, dass eine solche Option Erfolg hat. Und dafür bedarf es schon hochqualifizierte Journalisten, die kompetent über das Thema berichten werden. Das nächste Thema in aller Munde, letzte Woche, auch heute noch, Sie haben es wahrscheinlich mitbekommen, Glyphosat. Es geht darum, dass die EU-Kommission über eine erneute Zulassung des Unkrautvernichtungsmittels zu entscheiden hat. Und an dieser Frage scheiden sich die Geister, nicht unbedingt die Geister aus der Wissenschaft, sondern es hat eine ganz andere Dimension erreicht, nämlich nicht nur die Wirtschaft, sondern auch die Politik. Und das ist tatsächlich so weit gekommen, dass auch der Landeswirtschaftsminister Christian Schmidt vergangene Woche im Deutschlandfunk sagte, dass auch sein Problem ist, dass sich die Politik hier an die Stelle der Wissenschaft gesetzt hat. Und das sind Fragen, wo es auch aus der Wissenschaft oder dem Wissenschaftsjournalismus selber eine gewisse Kompetenz geben muss, um diese Sachen zu beurteilen. Kurzes drittes Thema, auch noch einmal EU, eine Forderung vergangene Woche, dass ab 2020 tatsächlich alle wissenschaftlichen Publikationen barrierefrei, Open Access, also ohne Bezahlschranken erreichbar sein sollen, dass es halt wirklich eine Freiheit auch für die Wissenschaft ist. Darüber kann man auch nur berichten, obwohl es ein rein politisches Thema bei der EU ist, nur wenn man weiß, wie der ganze Zirkus Wissenschaft funktioniert. Kurzes letztes Thema, Sie werden es auch gehört haben, Alexander Gerst wird 2018 zur zweiten Langzeitmission zur ISS aufbrechen und dort im zweiten Teil der erste deutsche Kommandant der Internationalen Raumstation sein. Warum ist das Thema dann auch wichtig? Man sieht, er schüttelt Frau Merkel die Hand und das ist natürlich eine Ebene, wo man weiß, Raumfahrt ist ein sehr teures Unterfangen und wenn man bestimmte Gelder locker machen möchte, ist es natürlich sehr gut, wenn man einen sozialen, medienaffinen Weltraumfahrer hat, der die Massen begeistert und dann sind natürlich politische Entscheidungsträger eher gewillt, eventuell diese Gelder tatsächlich zu bewilligen. Auch da bedarf es der Kompetenz von Wissenschaftsjournalisten, die über diese Themen berichten können. Wissenschaft als eigenes Ressort gilt eigentlich als verspätetes Ressort, weil die anderen klassischen Ressorts wie Wirtschaft oder Politik sich natürlich schon längst etabliert hatten. Aber verspätet heißt auch, dass sie nach wie vor angekommen sind. In den ersten Jahren war es ein bisschen rumpelig, aber dann Mitte der 80er Jahre spätestens ging es eigentlich tatsächlich bergauf, in der Hinsicht, dass eine weitere Professionalisierung stattfand. Das heißt, der Weg vom reinen Übersetzer, man hat einen komplizierten Wissenschaftssprech, den man dann der breiten Allgemeinheit, Lieschen Müller, erklären kann, diese Zeiten sind zum Glück vorbei, sondern man hat eher tatsächlich die Aufgabe, was macht Journalismus? Es geht darum, die Erkenntnisse aus der Wissenschaft nicht nur darzustellen, sondern kritisch zu hinterfragen, zu wissen, gibt es bestimmte Konkurrenzgruppen, wie sinnvoll ist das, wie groß ist der Einfluss auf Politik, auf Wirtschaft, auf die Gesellschaft, dass es alles Sachen sind, die jeden von uns tangieren und im Laufe der Zeit hat sich dieser Wissenschaftsjournalismus als Ressort zunehmend etabliert. Es gab tatsächlich eigene wissenschaftsjournalistische Studiengänge, Wissenschaftsvolontariate in den großen Medienhäusern.
immer mehr, jetzt wieder auf die Rundfunkanstalten zu kommen, mehr Sendeplätze, mehr Sendezeiten, neue Formate. Es wurde viel experimentiert und diese stetige Professionalisierung schritt voran. Das heißt, in den großen Medienanstalten wurde dann die Kompetenz anerkannt, auch mit dem Wissen, dass die meisten der Wissenschaftsjournalisten tatsächlich einen naturwissenschaftlichen Hintergrund haben, sehr viele auch noch mit einer Doktorarbeit, auch einige Leute mit Postdoc-Erfahrungen sind bei den Kollegen dabei. Aber die Frage der Hausmacht ist bis heute immer noch nicht so etabliert. Das heißt, wenn Sachen, zum Beispiel Glyphosat letzte Woche, hochkommen, werden in erster Regel dann doch wieder die Kollegen aus der Wirtschaft, aus der Politik angefragt, Sachen zu erklären oder auch zu kommentieren. Und das zieht sich durch alle Medien durch. Das ist jetzt nicht nur eine hörfunkspezifische Geschichte, sondern das sieht man im Fernsehen und das sieht man auch im Online-Bereich und in den Printmedien. Mittlerweile vor 7 Jahren hat Nature eine Geschichte publiziert, die oft zitiert wurde auch, wo es darum ging, dass die Krise im Wissenschaftsjournalismus an einem Punkt ist, wo man sich wirklich fragen muss, was ist die Aufgabe der Wissenschaftsjournalisten? Ist es tatsächlich eine Art, wie man es im Sport manchmal kennt, eine Art Jubeljournalismus, dass man alles toll findet, was aus dieser Richtung kommt? Oder sind die Wissenschaftsjournalisten nicht eher auch dazu da, wie Alexander Mäder das neulich hier an dieser Stelle vorgetragen hat, dass sie eine Scheinwerferfunktion haben, dass sie an einer Stelle stehen, wo sie erklären müssen, wie kritisch beobachtet man das? Uli Blumenthal, der Redaktionsleiter Forschung aktuell im Deutschlandfunk, bezeichnet die neuen Trends, die man heute sieht, oft als PK-Journalismus. Das heißt, es wird aktuell nur reagiert, wenn bestimmte Medien, wenn bestimmte Geschichten in hochrangigen Journalen publiziert werden, wenn es Pressekonferenzen gibt. Das heißt, dass Wissenschaftsjournalisten in erster Linie eher reagieren als agieren, eigene Themen setzen. Ein nächster Punkt ist, viele haben den Begriff vielleicht schon mal gehört, das sogenannte Single Study Syndrome. Das heißt, dass sehr viele Artikel, Berichte, Beiträge sich auf eine wissenschaftliche Studie konzentrieren, die natürlich auch sehr kritisch teilweise beobachten. Auf der anderen Seite aber nicht aus verschiedenen Gründen die Zeit haben, kritische Studien, ähnliche Studien von Konkurrenzgruppen darzulegen, zu erklären, was wurde in diesem Bereich schon geforscht, ist das wirklich neu, sind die Erkenntnisse wirklich so wichtig, wie diese eine Forschergruppe sie vielleicht darstellt oder nicht. Was sind die Gründe für diese Tendenz? Nun, eine Tendenz ist natürlich die Medienkrise, die seit einiger Zeit vorherrscht und die sich global durchzieht. Das heißt, wenn man sich die Auflagen in verschiedenen Medien anguckt, jetzt hier im Bereich der Printmedien, sieht man natürlich, da geht es steil bergab. Warum geht es steil bergab? Es hat mehrere Gründe. Ein Grund ist natürlich, dass es das Internet gibt. Das heißt, viele Leute informieren sich heute barrierefrei über das Internet und sind nicht mehr auf Abonnements angewiesen, die sie bezahlen. Zudem kommt noch ein weiteres Problem über die Wirtschaftskrise. Es gibt sinkende Werbeeinnahmen. Das heißt, die Printprodukte haben letztendlich ein Problem, dass sie nicht mehr auf diese Weise subventioniert wurden, wie sie das früher über Werbeeinnahmen tatsächlich wurden. Und die Frage ist, was kann man da machen? In Deutschland sieht es nicht anders aus. Wenn man sich die Zahlen anguckt, wie sehr die Auflagen von etablierten Magazinen und Zeitungen einbrechen, kann man teilweise Angst und Bange werden. Und was bleibt den Redaktionen oder den Zeitungen anderes übrig als sparen auf Teufel komm raus? Zeitungen wurden fusioniert, Wissenschaftsressorts teilweise aufgelöst oder Wissenschaftsressorts von verschiedenen Zeitungen tatsächlich zusammengelegt. Einige Zeitungen wurden komplett eingestellt. Oder die Wissenschaftsressorts wurden eingestellt. Das heißt, diese Sense, kann man sagen, diese Kürzungen ziehen sich eigentlich durch die ganze Branche. Aber diese Finanzierungsprobleme sind nur der Anfang. Mittlerweile gibt es neue Probleme oder neue Herausforderungen, kann man es etwas optimistischer vielleicht formulieren. Und zwar gibt es neue Player, das sind dann soziale Medien, die mit etablierten Medien kooperieren. Ich habe hier mal einige aufgeführt, auf die ich aus Zeitgründen jetzt nicht eingehen kann. Ein Beispiel möchte ich nur nennen. Facebook bietet mittlerweile einen sogenannten Instant Articles an. Das heißt, wenn man bei Facebook eingeloggt ist, kann man Artikel komplett innerhalb von Facebook lesen, ohne auf einen externen Link gehen zu müssen und dieses soziale Medium zu verlassen. Das heißt, innerhalb dieses Raumes des sozialen Mediums Facebook kann man diese Geschichten konsumieren und der Konzern von Mark Zuckerberg sagt selber, dass diese Artikel zum integralen Bestandteil des Unternehmens gehören. Ja,
wenn man das mal ein bisschen weiter denkt, was hat das für Folgen? Nun, die Aussichten sind nicht sehr positiv. Ich habe zwei Zitate zusammengestellt. Eins ist von Jakob Vicari, Wissenschaftsjournalist des Jahres 2015. Der sagt, dass die publizistische Komposition eines Medienprodukts damit obsolet wird. Noch negativer sieht es Volker Lilienthal, der gerade eine Stiftungsprofessur an der Uni Hamburg innehat. Und er sagt, wenn dieser faustische Pakt der Medien mit den sozialen Mediengiganten aufgehoben wird, dann droht den klassischen Medien aufgrund schwacher Vertriebskanäle eine Marginalisierung. Und das sind natürlich ziemlich trübe Aussichten. Kommen wir zum Hörfunk oder zum öffentlich-rechtlichen Rundfunk. Was ist der öffentlich-rechtliche Rundfunk eigentlich? Es gibt die ARD, also die Arbeitsgemeinschaft der öffentlich-rechtlichen Rundfunkanstalten in Deutschland. Dazu gehören dann auch die neuen Landesrundfunkanstalten, die Sie alle kennen. Zudem gibt es zwei bundesweite Programme, einmal das Fernsehen ZDF und dann der Nationale Hörfunk Deutschlandradio, der sich in drei Wellen untergliedert. Dazu gleich mehr. Wenn man Hörfunkprogramme heute hört, ist es nicht mehr so wie früher, dass man es nur live hört. Und wenn man eine Sendung verpasst hat, hat man Pech gehabt und die Sendung ist weg. Sondern mittlerweile gibt es viele Möglichkeiten, Audio on Demand, dass man über Podcast Programme, Beiträge jederzeit nachhören kann. Es gibt auch einige nette Applikationen, dass man tatsächlich das Programm digital mitschneiden kann. Das heißt, der Nutzen oder der Mehrwert von diesen Radioprogrammen ist viel größer als früher. Zudem gibt es Zusatzinformationen online, dass man auch ganze Manuskripte später nachlesen kann in Ruhe. Wenn man sich anguckt, wie viele Wellen tatsächlich die einzelnen Radiostationen senden, ist das doch schon eine Menge. Der WDR mit mehr als einer Handvoll, der SWR auch. Das Gleiche gilt natürlich auch für den MDR, für den HR, für den Bayerischen Rundfunk und natürlich für die drei nationalen Hörfunkprogramme D-Radio Wissen als digitale Welle, Deutschlandradio Kultur in Berlin und das nationale Infoprogramm der Deutschlandfunk in Köln. Guck mal zur Wissenschaft, wo die läuft. Zum Vergleich ganz kurz nur das Fernsehen. Dort sieht es nicht so rosig aus. Innerhalb der ARD gibt es mittlerweile nur noch einen aktuellen Wissenschaftssendeplatz, das WEWI Wissen, der auch nicht an sehr attraktiver Stelle ist, weil es nämlich Samstagnachmittag 16 Uhr ist, zur besten Fußball-Bundesliga-Zeit. Das heißt, der Randsendeplatz ist da schon eine Form, wie man das bezeichnen kann. Dann gibt es noch Wissen vor 8, haben Sie vielleicht schon mal gesehen, diese 2 bis 3 Minuten Schnipsel, die aber nicht wirklich Wissenschaftsberichterstattung sind, schon gar nicht über aktuelle Forschung. In den dritten Programmen sieht das natürlich noch ein bisschen anders aus, da gibt es natürlich noch mehr Sendeplätze, die aber natürlich dann nicht an so attraktiver Stelle sind und ein so großes Publikum erreichen können wie in der ARD. Es gibt dann noch die Zusatzsendungen auf Dreisat, Arte und ARD Alpha und am Rande sei auch noch das ZDF erwähnt. Früher hatte man Joachim Bublatt gehabt als Allrounder, heute hat man Harald Lesch, der verschiedene Sendungen dort moderiert. Wenn man sich die anderen Sendungen anguckt, Terra X zum Beispiel, hat man dann zwar Dokumentation, aber aktuelle Berichterstattung über die Wissenschaft oder die Forschung findet man hier auch nur bedingt. Im Hörfunk sieht es noch, muss man sagen, anders aus. Im Deutschlandfunk gibt es zum Beispiel eine tägliche Wissenschaftssendung namens Forschung aktuell, jeden Tag 25 bis 30 Minuten. Es gibt eine wöchentliche Medizinsendung, es gibt Hochschulsendungen, bestimmte Gesprächsrunden in der Kulturwelle in Berlin bei Deutschlandradio Kultur sieht es ähnlich aus. D-Radio Wissen ist als Gesamtwissenssender jetzt nicht unbedingt Wissenschaft konzeptioniert, aber dort findet man auch viele Programme derart. Eine kleine Auswahl weiter noch zum WDR. Es gibt eine tägliche Wissenschaftssendung namens Leonardo im WDR, die mittlerweile 2 Stunden lang ist. 2 Stunden hört sich gut an, liegt aber nur daran, dass sie von 1 auf 2 Stunden ausgedehnt wurde, weil eine andere Sendung dafür weggebrochen bzw. übernommen wurde. Im SWR sieht es auch noch ganz gut aus. Dort gibt es jeden Morgen von 8:30 an eine halbstündige Sendung. Wissen nennt die sich, Impuls als tägliches Wissenmagazin eben noch und eine wöchentliche Sendung namens Campus. Das System öffentlich-rechtlicher Rundfunk, es wird viel von Seiten der Printleute vor allen Dingen darüber geschimpft, aber die Frage ist, was ist das eigentlich? Warum wurde es gegründet? Und es wurde gegründet direkt nach Ende des Zweiten Weltkriegs von den westlichen Alliierten nach dem Vorbild der BBC und das ganze System wurde als beitragsfinanzierte Körperschaft bzw. Anstalten des öffentlichen Rechts gegründet. Finanziert sollte es über einen Beitrag, den mehr oder weniger jeder zu entrichten hat, sogenannte Beitragsgerechtigkeit. Mittlerweile ist das auch festgehalten. Grundlage dafür bildet der sogenannte Rundfunkbeitragsstaatsvertrag. Das heißt, der öffentlich-rechtliche Rundfunk ist ein Teil der öffentlichen Daseinsvorsorge, beziehungsweise es gibt die informationelle Grundversorgung für jeden. Und das ist ganz wichtig, weil es nicht eine bestimmte Elite ist, die dieses Wissen erhält, sondern quer durch das ganze Land erhält jeder diese Grundversorgung.
Sie ist unabhängig von wirtschaftlichen oder politischen Einflüssen und nur so ist gewährleistet, dass jeder sich frei und umfassend eine eigene Meinung bilden kann, also der Kern des Journalismus eigentlich diesen enthält. Und diese Rundfunkfreiheit ist eine sogenannte dienende Freiheit, das heißt, Alternativmodelle, wie sie aktuell zum Beispiel das Bundesfinanzministerium vorgeschlagen hat oder wie man es aus der AfD auch hört, dass es einen steuerfinanzierten Staatsfunk geben soll oder ein Abo-Modell, ist nach dieser aktuellen Gesetzesgrundlage nicht möglich. Wie funktioniert die Finanzierung? Die öffentlich-rechtlichen Rundfunkanstalten melden ihren Bedarf an, und zwar bei einer Kommission, der sogenannten KEF. Die ist für die Ermittlung des Finanzbedarfs der Rundfunkanstalten verantwortlich bzw. prüft den angemeldeten Bedarf anhand der Maßstäbe von Wirtschaftlichkeit und Sparsamkeit. Und das ist ganz wichtig, weil hier geht es rein um Kosten. Da geht es nicht darum, was ist vielleicht wichtig, was sollte an Informationen erhoben und der Allgemeinheit zur Verfügung gestellt werden. Es geht nicht um Innovation oder Ähnliches, sondern tatsächlich nur um nackte Zahlen. Der aktuelle Haushalt, Sie werden es alle wissen, wenn Sie regelmäßig auf Ihren Kontoauszug gucken, der im Quartal abgebucht wird, liegt bei 17,50 Euro pro Monat. Er wurde bei der letzten Runde 2015 deutlich gesenkt von 17,98 Euro. Und im April, Sie haben es vielleicht gehört, hat die KEF einen neuen Bericht, den 20. mittlerweile vorgelegt. Die Ministerpräsidenten werden jetzt im Juni darüber entscheiden. Und der Vorschlag lautet tatsächlich, dass der Rundfunkbeitrag aufgrund von Überschüssen ab 2017 erneut gesenkt werden soll, und zwar um ganze 30%. Und das ist natürlich Wasser auf die Mühlen von sogenannten GEZ-Gegnern. Leider ist die Auflösung nicht so gut, dass man das sehen kann. Das heißt, sehr viele Leute benutzen diese alten Begrifflichkeiten noch und regen sich über dieses Geld auf. Ich weiß natürlich, der Vergleich hinkt ein bisschen, aber 17,50 Euro pro Monat, was bekommt man dafür, wenn man sich andere Medienprodukte anschaut? Man muss ungefähr das Dreifache auf den Tisch legen, um eine hochqualitative überregionale Zeitung zu bekommen. Und da sind die Sonntagszeitungen noch nicht mal eingerechnet. Für diese 17,50 Euro im Monat, was bekommt man dafür? Beziehungsweise, wie wird das Ganze aufgeschlüsselt? Und man kann natürlich sehen, dass sehr viel Geld auch zum Beispiel in den Sport geht. Aber für mich als Hörfunker ist es natürlich interessant, wo geht das Geld in den Hörfunk? Und wenn man sieht, ich habe es hier kurz rot angezeichnet, der Deutschlandfunk hat, also das Deutschlandradio, die drei Wellen haben von ihrem Hörfunkbeitrag, bekommen sie 48%. Für die ARD-Anstalten sind das gute 2 Euro, die dahin fließen. Was bedeutet, wenn es tatsächlich so weiterkommt mit noch weiteren Kürzungen? Was bedeutet das? Natürlich steigt der finanzielle Druck enorm bei den einzelnen Redaktionen und bei den einzelnen Sendern. Das heißt, es wird weiter Personal abgebaut. Die Betriebsrenten nehmen natürlich einen großen Teil des Geldes auf, aber davon hat die aktuelle programmprägende Mehrheit natürlich nichts. Und im Zuge der Wirtschaftlichkeit muss noch effizienter gearbeitet werden. Und das wirkt sich natürlich auf bestimmte Sachen aus. Wenn nicht investiert wird in Programm und Personal, schlägt sich das natürlich auf die Qualität aus, wirkt sich das auf die Qualität auf. Das heißt, die Qualität wird abgebaut. Und Manfred Kläuber, der Bundesvorsitzende der Fachgruppe Medien, hat nach Bekanntwerden des KEF-Vorschlags dann auch gesagt, dass das eine ganz klare Signalwirkung an die Macherinnen und Macher ist, dass sie als kritische Instanz offenbar nicht mehr gewollt sind. Hinzu kommt, heute ist der 1. Juni, im Deutschlandradio gibt es laut Tarifvertrag eine Honorarerhöhung mit dem heutigen Tag um 2,3%. Ist natürlich für mich als zukünftiger, demnächst wieder Honorarempfänger dieser Sender einmal eine schöne Sache. Das Problem ist aber, dass diese Honorarerhöhung, ich weiß, das ist in mehreren Häusern tatsächlich so, nicht 1:1 an die Redaktionsetats weitergegeben wird. Das heißt, die meisten Redaktionen müssen ab sofort mehr Geld für einzelne Geschichten bezahlen, im Gegensatz zu vorher, obwohl der Etat nicht mitwächst. Und das verschärft natürlich die Situation. Es wird gespart um jeden Preis. Das Magazin Cicero hat das einmal auch als Axt an die Kultur bezeichnet. Kommen wir mal zu konkreten Beispielen. Wenn man sich den WDR anguckt, als Tom Buro 2013 Intendant wurde, verkündete er alsbald große Einschnitte. Und zwar müssen 100 Millionen Euro eingespart werden. Parallel dazu 500 Stellen gestrichen werden. Natürlich ist der Etat groß, es ist eine riesige Sendeanstalt, aber die Einschnitte sind erheblich. Parallel dazu, im vergangenen Jahr, bezeichnete er die Wissenschaftsberichterstattung in seinem Haus als
Nische im Ökosystem des WDR. Und das ist natürlich in den Ohren eines Wissenschaftsjournalisten, von mir und von vielen Kollegen, ein Affront. Und deswegen hat auch die WPK, die Wissenschaftspressekonferenz, der Bundesverband der Wissenschaft oder der Verband der Wissenschaftsjournalisten in Deutschland als Reaktion eine Aktion gegründet, keine-nische.de, wo es darum ging, ein Gesprächsangebot an Tom Buro darzustellen und klarzumachen, warum es wichtig ist, dass ein hochqualifizierter Wissenschaftsjournalismus in Deutschland tatsächlich den Raum bekommt, den er verdient. Und es haben nicht nur viele Wissenschaftler und Journalisten diese Geschichte auch unterschrieben, sondern dabei sind von allen Branchen tatsächlich Leute dabei, von vielen Wissenschaftlern, unter anderem auch Nobelpreisträger, haben da Farbe bekannt und offiziell bekannt, dass sie damit nicht einverstanden sind. Die Antwort von Herrn Buro auf das Gesprächsangebot war dann, dass er sagt, ja, das Sparen ist halt notwendig, und gab auch zu, dass zum Beispiel bei dieser täglichen Wissenschaftssendung Leonardo im WDR 5, die ich eben erwähnte, Einschnitte von 11% des gesamten Etats gemacht werden müssen. Und wo wurde gespart? Hauptsächlich bei den schönen Sachen, tatsächlich bei den Zuckerstückchen dieser Sendung. Eins davon ist ein Mini-Feature, 15 Minuten jeden Tag hochrangig produziert. Dieses wurde von 15 Minuten auf unter 10 Minuten gedrückt. Und wenn ich ein solches Thema, es gibt natürlich, gibt es diesen Sendeplatz immer noch, aber wenn ich für ein Thema zwei oder drei Reisen auf mich nehmen muss, teilweise im Ausland, und wenn man weiß, was da für ein Honorar dabei rausspringt, kann man sich auch vorstellen, dass dieser Sendeplatz tatsächlich an Attraktivität verloren hat und damit auch an Qualität. Und Tom Buro sagt einfach, aber diese Verteilungskämpfe, die sind normal. Diese Einschnitte ziehen sich im Hörfunk durch die ganze Branche, nicht nur im WDR. Das heißt, es gibt immer weniger Ressourcen. Wie kann man das auffangen, wenn man schon so effizient arbeitet wie möglich? Das heißt, Personal eingespart hat etc. Man macht zum Beispiel, wie es der WDR mittlerweile macht, mehr Call-in-Sendungen. Das heißt, Hörer können in der Sendung anrufen, man diskutiert. Es gibt aber keine eigene oder immer weniger eigene Beiträge, die lange geplant extra bezahlt werden müssen. Man versucht damit Geld zu sparen. Es gibt weniger Reisekosten für Festangestellte, aber auch für freie Mitarbeiter, was natürlich im Hörfunk enorme Auswirkungen hat. Denn wie soll ich eine Reportage machen, wenn ich nur über eine Leitung oder ein Telefon mit einem Forscher sprechen kann, aber nicht in dessen Labor kann oder irgendwo mit ihm im Feld auf Forschungsstationen unterwegs bin. Das heißt, generell sinkt die Zahl der oft hochwertigen Beiträge und damit natürlich auch die Qualität. Es gibt mehr Wiederholungen, mehr Übernahmen, und das ist innerhalb der einzelnen Sender so. Wenn man zum Beispiel beim WDR anguckt, wie oft da bestimmte Sachen wiederholt werden, im SWR oder BR und Deutschlandfunk ist das genauso. Das heißt, es gibt einen Trend zur Generalisierung, man hört Beiträge häufiger und dieser Einheitsbrei zieht sich dann tatsächlich durch. Es gibt dieses unschöne Wort im WDR der Entwortung. Das heißt, der Wortanteil innerhalb der Sender ist dann reduziert worden aus Kostengründen. Es werden mehr Musiken gespielt. Diese Stücke werden auch ausgespielt, weil natürlich da auch Kosten anfallen. Aber letztendlich geht die Tendenz so weit, dass mittlerweile immer weniger Beiträge von kostenpflichtigen Fachautoren eingekauft werden, sondern man greift dann eher auf Korrespondenten zurück, die aber eher die Generalisten sind. Wenn irgendwo ein Wissenschaftsthema hochkommt, fährt halt der Korrespondentin, der von diesem Thema, weil er eben kein Fachjournalist ist, sondern vielleicht politischer Journalist und jetzt nicht aus der Wissenschaft kommt, kann halt nicht in der Qualität berichten, wie das vielleicht der Wissenschaftsjournalismus-Kollege machen würde. Das heißt, man greift auch im Hörfunk zum Beispiel auf Redakteure zurück, die sehr schnell ins Studio kommen müssen und über etwas aktuell berichten. Aber es hat bei Weitem natürlich nicht die Qualität, als wenn das ein Fachautor macht. Das heißt, dieser Trend zur Generalisierung ist ein großes Problem. Mittlerweile werden auch Wissenschaftsvolontariate abgeschafft und die Aktualität, ich sagte es anfangs schon einmal, beschränkt sich dann tatsächlich überwiegend oder vermehrt darauf, dass, wenn aktuelle Studien hochkommen, wenn es Pressemitteilungen gibt, dass das die Aktualität ist und nicht, dass die Themen tatsächlich von den Redaktionen selber bestimmt werden. Gleichzeitig kommt das Internet mit der Digitalisierung dazu. Das heißt, diese Arbeitsmasse, die Redaktionen zu leisten haben, hat sogar noch zugenommen, weil Podcasts gepflegt werden müssen, soziale Medien bedient werden müssen. Das Internet wird in der Hinsicht auch bedient, dass Manuskripte eingestellt werden müssen, die sendefähig sein oder online fähig sein müssen. Das heißt, diese Arbeit hat extrem zugenommen. Wenn man sich jetzt zum Beispiel mal die Qualität auf technischer Ebene anguckt, sieht es auch nicht besser aus.
Studiokapazitäten werden immer geringer. Als ich angefangen habe vor 12 Jahren, gab es noch große Produktionen bei vielen Stücken, wo mehrere Techniker, Sounddesigner dabei waren bei Featuren. Das ist mittlerweile alles reduziert worden. Es wird erwartet, dass viele Autoren aktuelle Stücke selber produzieren, selber sprechen. Selbst Übersetzungen werden dann mal eben schnell von einem Kollegen oder von einer Kollegin gemacht oder von Redaktionsmitgliedern. Und wenn es halt keine ausgebildeten Sprecher sind, hört man das tatsächlich. Es gibt auch immer mehr Selbstfahrerstudios und die Zeiten, wo ein Redakteur im Studio saß und den nächsten Beitrag einwinken konnte, die sind mehr und mehr auch vorbei. Ich war vor kurzem in Baden-Baden beim SWR und dort sagte mir auch ein Redakteur von Impuls, von dieser täglichen Wissenschaftssendung, dass sie mittlerweile komplett alleine fahren. Er hat noch nicht mal mehr, und alleine fahren heißt eine Person, dort gibt es auch das System Redakteur am Mikrofon. Das heißt, diese Redakteure sind nicht nur für den Inhalt der Sendung verantwortlich und bestücken die Sendung, sondern moderieren sie auch noch selber. Und mittlerweile machen sie auch noch den ganzen technischen Aspekt. Das heißt, sie fahren die Sendung selber. Da ist kein Techniker mehr dabei, da ist keine Redaktionsassistenz mehr dabei, die diese Person unterstützen kann. Und da weiß man natürlich, wenn man sich das vor Augen führt, das Risiko von Fehlern ist natürlich enorm. Wir alle machen Fehler. Aber wenn kein Backup mehr da ist und keine Kontrollinstanz, sieht das natürlich nicht so gut aus. Das heißt, diese Arbeitsverdichtung generell, die nimmt zu. Es gibt immer weniger Zeit für Recherche, auch für Freie wie mich, wenn ich weiß, die Honorare sinken. Ich muss mehr Beiträge pro Monat schaffen, um auf mein Einkommen der vergangenen Jahre zu kommen. Dann irgendwann kann ich nicht mehr arbeiten. Dann weiß ich, ich brauche für bestimmte Stücke, muss ich halt einfach schneller werden. Und dann lasse ich halt einen Interviewpartner weg und weiß, das Stück hätte noch genug Luft nach oben gehabt, aber jetzt ist es sendefertig und dann muss man realistisch sein und letztendlich auf lange Sicht merkt man auch, es hätte besser sein können, aber die Möglichkeiten sind nicht da. Leitungsinterviews statt Recherche vor Ort, hatte ich eben schon mal kurz erwähnt, ist auch so eine Geschichte, genauso wie die Funktion eines Faktenchecks tatsächlich, wo Daten überprüft werden. Die gibt es kaum noch. Es gibt auch keine Dokumentation, wo ich belegen muss, diese interviewte Person, die gibt es tatsächlich. Es ist tatsächlich Frau Professor so und so in diesem Institut. Existiert das Institut überhaupt? Selbst solche banalen Sachen, natürlich ist das Vertrauensverhältnis da, dass die Fachautoren, die seit Jahren für diese Sendungen arbeiten, natürlich auch für eine gewisse Qualität stehen. Aber eine unabhängige Kontrollinstanz gibt es nicht. Und wenn die Kontrolle leidet, leidet auch die Qualität. Und wenn weniger Beiträge eingekauft werden und es gibt gleichzeitig sinkende Honorare und man weiß, dass freie Mitarbeiter überwiegend die programmprägenden Personen sind, es aber kaum noch eine finanzielle Sicherheit gibt, dann wandern natürlich viele Leute ab. Weitere Probleme. Sind die nur aufgezwungen, wie ich es eben erwähnt habe, oder sind sie vielleicht auch hausgemacht? Ein persönliches Beispiel ist dann auch, dass man sehr oft hört, Forscher haben herausgefunden, die Wissenschaft hat festgestellt, es gibt den Trend zur Popularisierung, der natürlich sich nicht mehr unbedingt auf die wirklich wissenschaftlich relevanten Sachen beschränkt, sondern dann eher auch auf lustige Tiersex-Sachen ausweicht, weil man dort auf die Leute eher vielleicht zugehen kann und die Leute damit eher etwas anfangen wollen oder diese Form der Medien konsumieren wollen. Service-Journalismus ist auch so ein Punkt. Es wird immer mehr Dienst am Kunden sozusagen auf journalistischer Art und Weise Informationsmaterial bereitgestellt, aber kritischer Wissenschaftsjournalismus ist das nicht unbedingt. Vor 6 Wochen hat Alexander Mäder hier an dieser Stelle einen Vortrag über den Bereich Quotenjournalismus gehalten. Auch dort wurde deutlich, dass sehr viele Redaktionen mittlerweile auf Quoten schielen und nur weil sehr viele Mediennutzer sich für eine bestimmte Sache interessieren, heißt das nicht zwangsläufig, dass es nicht auch andere gute Geschichten gibt, die eigentlich berichtenswert sind und wenn man im Hörfunk das zum Beispiel sieht, mit dem Programmauftrag eigentlich auch darüber berichtet werden müsste. Digitalisierung, barrierefreies Internet hatte ich eben schon mal erwähnt und welche absurden Züge das annimmt, können Sie nachher mal bei YouTube die Sendung von John Oliver Last Week Tonight auf HBO nachgucken, der am 8.5. eine Sendung über die Absurditäten der Medizinberichterstattung und die Auswüchse, die es mittlerweile gibt, sehr amüsant darüber berichtet hat. Was neue Herausforderungen? Medialisierung. Auch die Wissenschaft ist davon nicht ganz gefeit. Man kann es leider in der Auflösung hier nicht so gut sehen. Das ist eine Studie im März in Mammal Review, wo es darum ging, wie viele
Tiere eigentlich in einer groß angelegten Studie von Säugetieren in Australien untersucht wurden und herauskam, dass die Forscher sich überwiegend auf die hübschen Beuteltiere konzentriert haben, die natürlich medienwirksam sind. Man kann schicke Fotos zeigen, ob die Aussagekraft tatsächlich so diesen Standards entspricht, die eigentlich alle Seiten erwarten, ist dann fraglich. Die Wissenschaftler wissen auch, dass zugespitzte Meldungen den Weg in die Schlagzeilen erreichen und diese mediale Sichtbarkeit wird in einigen Fällen zunehmend auch als eine Art Ersatzwährung gesehen. Wenn man medial präsent ist, hat das unter Umständen eine ähnliche Gewichtung wie eine bestimmte Anzahl an Publikationen oder erworbenen Forschungsgeldern, weil man ja auch seinen Geldgebern gegenüber dann zeigen kann, dass das eine wie auch immer geartete, für die Gesellschaft relevante Forschung ist. Das heißt, Forscher erkennen auch den Wert der Wissenschaftskommunikation, bloggen auch. Hinzu kommt noch etwas anderes, was in den letzten Jahren enorm an Macht gewonnen hat und auch an Qualität, da komme ich gleich dazu, nämlich die Wissenschaftskommunikation, die Presseabteilungen sind in den letzten Jahren an den Forschungsinstituten enorm gewachsen. Ich kenne auch Pressestellen, deren Ziel das ist, solche Pressemitteilungen zu schreiben, die möglichst eins zu eins in den Zeitungen dann abgedruckt werden, weil sie so gut aufbereitet nach journalistischen Kriterien tatsächlich gut lesbar sind und im Endeffekt sagen können, wir können das vielleicht sogar auch besser. Die Frage ist nur, ist das ein Ersatz für den Journalismus? Und ich finde nein. Was ich eben schon gesagt habe, das ist natürlich, wenn man starke, finanzstarke PR-Redaktion zum Beispiel hat, gibt es viele kompetente Journalisten, die keine Zukunft mehr bei den bisherigen Medien sehen, die in diesem Bereich abwandern. Das heißt, dort gibt es eine Negativspirale, die sich in den letzten Jahren tatsächlich noch beschleunigt hat. Wenn man sich die Pressemitteilung anguckt, es gab eine sehr spannende Studie 2012 in BMJ, wo es darum ging, wie groß der Einfluss der Pressemitteilung oder die Qualität der Pressemitteilung tatsächlich Einfluss auf die Qualität des Journalismus hat, sowohl positiv als auch negativ. Ist das Ziel damit erreicht von diesem 1:1 Abdruck, was ich eben erwähnte? Vielleicht, aber 2 Jahre später gab es noch eine andere Studie, wo es dann darum ging, dass sehr viele Pressemitteilungen aus dem Medizinbereich tatsächlich dazu neigen zu übertreiben. Die Wissenschaftskommunikation hat aber dazugelernt und im Frühjahr dieses Jahres wurde in Berlin von Wissenschaft im Dialog gemeinsam mit sehr vielen kompetenten PR-Leuten wurden die sogenannten Leitlinien zur guten Wissenschafts-PR aufgelegt. Und diese Selbstverpflichtung kam dadurch zustande, weil erkannt wurde, dass nicht nur der Wissenschaft eine immer größere Bedeutung zukommt und Vertrauen eine wichtige Währung ist, sondern die Seite des Journalismus tatsächlich verloren hat, nämlich die Möglichkeiten, Informationen kritisch zu überprüfen. Und gleichzeitig hat die PR immer mehr Möglichkeiten, die Bürgerinnen und Bürger direkt zu erreichen. Deswegen sind diese Standards wichtig und man hat sich darauf geeinigt, dass man nicht übertreibt. Faktentreue ist ein wichtiger Punkt, man verschweigt keine Risiken und man erläutert die Grenzen der Forschung sichtbar für alle. Die Frage ist, wo bleibt der Journalismus? Was macht der Journalismus? Es gibt einige Zukunftsprojekte, die ich jetzt noch kurz erwähnen möchte, zum Beispiel WDR. Der WDR möchte, ein Ziel auch von Tom Buro, 3 große sogenannte Leuchttürme erschaffen. Online, Fernsehen, Hörfunk sind alle 3 wichtig, die zusammenarbeiten als crossmediale Medien, gemeinsame Themenschwerpunkte im Dialog mit dem Publikum vorantreiben können. Es soll eine crossmediale Internetpräsenz geben und datenjournalistische Projekte, auch die es bisher so nicht gab. Im nächsten Frühjahr sollen alle 3 Redaktionen, Online, Fernsehen, Hörfunk, dann zusammenziehen und damit soll die größte Wissenschaftsredaktion Europas entstehen. Alles schön und gut. Die Frage ist nur, ist das tatsächlich ein so großes Innovationsprojekt? Gab es beim RBB auch schon. Früher sprach man von Trimedialität, manchmal von Crossmedialität. Es ist nicht unbedingt eine neue Erfindung, aber es ist nicht parallel auch ein Sparmodell, wo man zum Beispiel den Hörfunk und gerade laufen noch die Verhandlungen über neue Honorarmodelle von auch Freien aus dem Bereich Fernsehen und Hörfunk, ist es nicht nur eine Zweitverwertungsplattform oder eine Werbeplattform für die Übermacht Fernsehen. Die Umsetzung ist bis heute noch nicht ganz vollzogen. Das heißt, das Vorhaben ist da. Einzelne Projekte liefen auch schon, aber tatsächlich realistisch, dass das
eine Umsetzung ist, die für alle Seiten zufriedenstellbar ist, ist noch nicht in Sicht. Zweites Projekt ist das sogenannte Deutschlandradio Lab, was es beim Deutschlandradio gibt, eine eigene Abteilung mittlerweile. Sie können auch gerne mal den Blog besuchen, da kann man sehr viele spannende Sachen lesen. Vorbild ist das National Public Radio aus den USA, die mittlerweile schon auf das veränderte Medienverhalten reagieren und Hörfunk nicht mehr nur als tatsächlich akustisches Medium begreifen, sondern vom sogenannten Visual Radio sprechen. Das heißt, es soll einen Wechsel von Audio und Bild geben in Zukunft. Wenn man zum Beispiel in selbstfahrenden Autos sitzt, ist das Radio als Nebenbei-Medium tatsächlich an einem Punkt, wo es an Attraktivität verlieren könnte. Das heißt, bebilderte Sachen zum Beispiel werden immer wichtiger. Auch das Umschalten zwischen tatsächlich Bild und Audio in einem Beitrag, den man sich auf seinem Tablet zum Beispiel anschauen kann, das soll die Zukunft sein, weil Radio eben mehr ist als jetzt nur UKW, sondern da kommen noch ein paar andere Sachen dazu. Es soll abteilungsübergreifend und interdisziplinär sein. Neue Plattformen, ich habe einige hier aufgelistet, sollen dann bedient werden. Auch das sind die Aufgaben des zukünftigen Radios, nämlich netzadäquat zu sein. Storytelling, diese ganzen neuen Begriffe, sollen natürlich auch eine große Rolle spielen. Das heißt, das Radio, wie man es bisher kennt, soll es nach den Visionen des Deutschlandradio Lab es demnächst nicht mehr so geben. Und das heißt, es soll auch neue Jobprofile geben. Neue Jobprofile machen sich natürlich sehr viele Leute Sorgen, allem voran die Personalräte und Gewerkschaften, aber auch die Autoren und Verbände und letztendlich auch die Mediennutzer wie Sie alle. Wenn man Markus Waldhauser, der Redakteur vom Deutschlandradio Lab, sagt, dass sie weiter hardcore öffentlich-rechtlich arbeiten wollen und dem Grundauftrag von Information, Bildung und Kultur weiter nachkommen wollen, weiß man, Innovationen, ja, diese Veränderungen sind notwendig, aber wenn parallel gespart werden soll, ist die Frage, wie macht man das? Das Kerngeschäft darf nicht vernachlässigt werden. Das heißt, ein hochqualifizierter Wissenschaftsjournalismus muss in irgendeiner Form gehalten werden. Wenn die Finanzierung aber unklar ist und nicht deutlich ist, wer auf der Strecke bleibt oder wer nicht, dann machen sich natürlich viele Leute Sorgen. Genauso eben schon mal kurz erwähnt, wenn man ein Fact-Checking nicht hat, eine Dokumentation, wo man tatsächlich unabhängig überprüfen kann, sind diese Informationen, die in einem Beitrag dann über den Sender laufen sollen, tatsächlich so stimmig, wie der Autor, die Autorin sie angibt oder nicht, dann bleibt eine Menge liegen. Und ich habe noch mal ein altes Zitat von Julian Barnes aus dem New Yorker rausgekramt, der, Sie werden es schneller lesen können, als ich vorlesen, der wirklich erklärt hat, warum eine Dokumentation tatsächlich so wichtig ist, weil sie nämlich einfach für Qualität steht. Kommen wir kurz zum Ende, zu Wünschen und Zielen. Ein unabhängiger Wissenschaftsjournalismus muss als kritische Instanz weiter wichtig bleiben, auch wenn er zunehmend an Randplätze abgedrängt wird. Das Fachautorenprinzip ist eine der wichtigsten Sachen überhaupt. Wenn man diese Fachautoren nicht mehr hat und dieser Trend zur Generalisierung weitergeht, dann verliert man die Glaubwürdigkeit und damit auch die Währung und man schafft sich selber ab, wenn diese Standards, wie auch immer sie aussehen, und die Qualität nicht mehr gehalten werden können. Ob die Talsohle durchschritten ist, sagt der Großteil der Kollegen eher nein, aber es gibt Gegenmaßnahmen. Zum Beispiel neue Finanzierungsmodelle, Crowdfunding haben einige schon ausprobiert. Es hat noch nicht so gut funktioniert, weil es in Amerika zum Beispiel anders funktioniert als in Deutschland. Aber stiftungsfinanzierter Journalismus ist auch ein Aspekt, der zunehmend wichtig werden wird. Und vielleicht haben Sie es mitbekommen, dass Volker Stollert, der, wie eben erwähnt, auch der erste Journalist in Residence hier 2012 war, mittlerweile das sogenannte Science Media Center zusammen mit der Klaus-Tschirra-Stiftung und der Wissenschaftspressekonferenz auf den Weg gebracht hat, wo Medien unabhängig von ihrer Art, von ihrem Output Informationen angeboten werden, dass Statements von Wissenschaftlern sofort angeboten werden, wenn diese When Science Hits the News, wenn diese Sachen hochpoppen. Erste Geschichten zum Beispiel im Glyphosat vergangene Woche konnten man sich als registrierter Journalist direkt aus einer Fülle von Zitaten, die alle Seiten beleuchten, bedienen und das für seine Geschichten benutzen. Und das ist eine Möglichkeit, wo tatsächlich diese Qualität im Journalismus gehalten werden soll. Das entlässt natürlich nicht die Politik aus ihrer Verantwortung. Und wenn die Ministerpräsidenten jetzt im Juni darüber entscheiden, ob sie der Empfehlung der Kommission für die Erhebung des Bedarfs der öffentlich-rechtlichen Anstalten
zustimmen wollen oder nicht, kann man nur hoffen, dass sie das nicht machen werden. Und die Politik muss sich auch im Klaren sein, wie wichtig ein hochqualifizierter Wissenschaftsjournalismus ist. Und zum Schluss des Vortrags möchte ich auch noch sagen, Peter Saueressig hat es einleitend gesagt, dass Journalismus eben oder Wissenschaftsjournalismus keine nationale Angelegenheit ist, sondern ein Feld ist, genauso wie die Wissenschaft, die weltübergreifend ist. Und auch in Vorbereitung zu diesem Vortrag habe ich mich vor ein paar Wochen mit Curtis Brainard, der ist Redakteur beim Scientific American und seit vergangenem Jahr auch Präsident der World Federation of Science Journalists, getroffen und ihm diese Sachen lange diskutiert. Und er sagt auch, dass der Wissenschaftsjournalismus als Kompetenz über das eigene Ressort hinaus wirken muss. Das ist essentiell. Zweite essentielle Geschichte ist, dass Wissenschaftsjournalismus nur mehr ist als eine reine Berichterstattung über PR und über Blogs. Einfaches Beispiel: Wer berichtet über Wissenschaftsbetrug? Das können normale Wissenschaftskommunikatoren einfach nicht leisten. An wen wenden sich Whistleblower? Wenn man sieht, die ganze Panama Papers-Geschichte, sie wurde nur möglich, weil es Whistleblower gab, die sich an Medien gewandt haben und Medien über Ländergrenzen hinweg diese Geschichten recherchiert haben. Dafür müssen Ressourcen geschaffen werden, dass man über solche Sachen kritisch berichten kann. Und zum Schluss noch ein Zitat von Curtis Brainard, der sagt, dass der essentielle Kern des Journalismus in einer demokratischen Gesellschaft darin besteht, dass kompetente Menschen in wirkmächtigen Positionen sitzen und ihre Arbeit verrichten, für deren Ergebnisse sie jederzeit verantwortlich sind. Nur so kann eine freie und offene Gesellschaft bestehen. Und damit bedanke ich mich vielmals für Ihre Aufmerksamkeit.